Hallo und herzlich willkommen zum Literatur-Shorty bei Beusen und Mauke. Heute stehen wir mal wieder zu zweit da, weil wir, wie sehr häufig, ein Buch gefunden haben, das mindestens zwei von uns gefällt. Und diesmal ist es Tomi Obaro, Freundin bleibst du immer. Beate fängt an und sagt was zu dem Buch. Ja, das ist ein Buch über drei Freundinnen. Es spielt in Nigeria. Es spielt einmal in Nigeria heute, in den 2015, glaube ich, Jahren. Ja. Und als die drei Frauen sich kennenlernen, 1980, ja, vor 30 Jahren ungefähr, ne? Ja, genau, 1982 bis 1988. Die drei Frauen, Enitan, Funmi und Zainab. Ganz, ganz unterschiedlich, auch ganz unterschiedlich von ihrer Herkunft. Zainab wächst wohl behütet auf. Enitan ist diejenige, ich muss mal ganz kurz gucken, die deren Mutter sie alleine aufzieht, die froh ist, als sie endlich diesem Haus entkommen kann, weil ihre Mutter wirklich zu einer sehr strengen Christin. Ja, die ist Oberfrau. Wird. Das ist schwer erträglich. Ja, das ist ganz, ganz schwer erträglich. Ja. Und Funmi hat es auch nicht so ganz einfach. Ihre Mutter ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Sie wächst bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter auf. Das klappt auch überhaupt nicht gut. Und sie wird dann weggeschickt zu ihrer Tante, wirklich einmal quer durch Nigeria. Und diese Tante ist eben Pflegerin und Funmi und Enitan studieren auch Pflegewissenschaften. Während Zainab englische Literatur studiert, sie schreibt Theaterstücke. Aber die drei ganz, ganz unterschiedlichen Frauen freunden sich an. Ja, und dann nach dem Studium, nachdem sie fertig sind, trennen sich ihre Wege. Und sie treffen sich eben jetzt, 2015, wieder, weil die Tochter von Funmi heiratet und sie bei der zu der Gelegenheit ihre Freundinnen eingeladen hat. Und wir erfahren dann eben auch, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ja, und was auch bei dieser großen Hochzeit passiert. Mir hat das Buch richtig, richtig gut gefallen. Ich fand das ja auch prima. Ich habe das im Urlaub gelesen und das konnte man wirklich gut so weglesen. Ich fand es super, wie unglaublich viel man gerade über die Geschichte von Enitan, über das Leben und die Bräuche und Sitten in Nigeria erfährt. Wobei Enitan ja diejenige ist, die einen weißen Nordamerikaner heiratet und auch mit in die USA auswandert, womit beide Familien völlig unzufrieden sind. Ja. Und Funmi führt ja dieses aberwitzig reiche Leben. Die hat einen Geschäftsmann geheiratet, der verdient Geld. Das ist, man will nicht wissen, womit. Genau. Man will es lieber nicht wissen, sie will es auch nicht wissen. Und diese Hochzeit findet in einem Ausmarsch statt, da fällt einem nichts mehr ein. Und Zainab ist ja auch so eine ganz andere Typ Frau, aber die sind halt über die 30 Jahre, obwohl sie nur über WhatsApp irgendwann auch miteinander verkehren, sind sie sich so eng verbunden geblieben. Und das fand ich eigentlich das Schöne daran. Es geht um Freundschaft, um Frauen, es geht auch um Töchter und Mütter. Und Töchter, die wieder genauso eigenwillig sind, wie ihre Mütter es mal waren. Ja. Also ein ganz spannendes und wirklich ganz lesenswertes Buch fand ich. Ja, es geht auch um Politik, vor allem in den 80er Jahren. Da passieren durchaus dramatische Dinge, die durchaus auch Einfluss auf das Leben der Frauen haben. Also es ist nicht einfach nur ein Buch zum Weglesen und zum Nett und weglesen und zuschlagen und denken, ja, das hat mir ein paar angenehme Stunden gebracht. Da steckt schon eine ganze Menge dahinter und das wird aber ganz leichtfüßig erzählt. Ja, das fand ich nämlich. Ne? Das ist so schön leicht erzählt, aber man kriegt viel mit auf den Weg. Ja, also unsere Empfehlung. Genau. Tomi Obaro, Freundin bleibst du immer. Viel Spaß damit. Ja, genau. Tschüss.